Hallo ihr Lieben, bevor ich euch diesen Vlog zeige, wollte ich euch einmal sagen, dass leider meine SD-Karte nicht hundertprozentig funktioniert hat und dass einige Dateien beschädigt waren. Ich schneide euch den Vlog trotzdem zusammen und hoffe, ihr habt trotzdem Spaß dabei. Viel Spaß! Guten Morgen, ihr Lieben. Willkommen zu diesem neuen Vlog. Ich habe mir gedacht, ich nehme euch heute mal wieder ein bisschen mit. Wir haben heute Dienstag, den... Keine Ahnung, welcher ist denn heute? Der 28. November. Das heißt, es geht stark auf den 1. Dezember zu. Ich bereite gerade Fannys Frühstück vor. Ich habe hier wieder ihre Zusätze schon portioniert quasi. Da ist alles drin, was sie heute bekommt an Zusätzen. Das weiche ich jetzt einmal ein. Und dann geht es erstmal Gassi. Ich habe die Woche frei. Ich habe Urlaub. Wir haben jetzt 7:45 Uhr. Ich habe mir halt vorgenommen, dass ich jeden Tag vor 8 aufstehe, damit ich noch was vom Tag habe. Fanny spiegelt sich übrigens gerade im Fenster. Und ja, heute steht so ein bisschen was an. Ich bekomme tolle Pakete heute. Ich habe ein bisschen was bestellt. Dann sollte eigentlich heute der Adventskalender der Docsbox kommen. Jetzt hole ich hier gerade erstmal das Fleisch aus dem Kühlschrank für Fanny. Es gibt lecker Pansen. Und ja, dann muss ich noch ein bisschen einkaufen. Auch für ein DIY, was demnächst mal kommen soll. Und ja, jetzt geht es aber erstmal Gassi und dann nehme ich euch mal wieder mit. Passiert sein oder keine Ahnung. Also wahrscheinlich beim Spiel mit dem anderen Hund ist einer dran gekommen oder so, keine Ahnung. Ich gucke mir das jetzt mal genauer an. Ich habe mir jetzt hier schon mal was vorbereitet. Ich habe hier einmal Octenisept, um einfach mal das Areal ein bisschen sauber zu machen, weil da ist natürlich ordentlich Dreck bei. Dann eine Kompresse, dass ich mir das ein bisschen abtupfen kann. Mal gucken, wie Fanny das gefällt gleich. Und dann habe ich mir hier Manukalint geholt. Das ist so ein Spray zum Auftragen. Das ist mit Manuka-Honig. Und das hilft so bei kleinen Wunden. Ich schaue mir das einfach mal an. Also laufen tut sie ganz normal. Also ich denke, da ist nichts groß passiert. Aber wir gucken mal lieber sicherheitshalber nach und mal gucken, ob ich euch das zeigen kann. So, da könnt ihr es sehen. Also hier diese Stelle, die meine ich, die war vorher noch nicht da. Und ja, Fanny muss ich jetzt dafür einmal hinstellen. Dafür ist die Pfote natürlich noch dreckig, aber das ist mir jetzt egal. Wir gucken jetzt erstmal, was mit der Stelle los ist. Achso, und das Wichtigste habe ich natürlich vergessen. Es gibt natürlich jede Menge Kekse jetzt. Steh mal auf. Ja, das ist so eine kleine Schürfwunde. Und ich habe es, glaube ich, noch gar nicht richtig gesehen. Ist alles gut. Bleib zurück. Steh. Und da gehen wir jetzt einfach mit ein bisschen Octenisept bei. Ne, da kommt dann nämlich so ein Dreck runter. Und das brauchen wir natürlich nicht in einer Wunde. Ja. Hast dich erstreckt, ne? Ne, also die Hunde finden das ein bisschen komisch, deswegen, also das Geräusch auch, denke ich mal. Deswegen erschreckt sie da jetzt so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass das groß weh tut. Das ist ein kleiner Cut, das ist jetzt nicht schlimm. Wir machen gleich die Pfote mit sauber. Feines Mädchen. Super. Also die Pfote ist auch schön dreckig noch. Da bin ich jetzt natürlich nicht richtig beigegangen. Uiuiuiui. Uiuiuiui. So. Dann gibt es natürlich auch einen Keks. Warte. Da gibt es einen Keks. Ist das Ganze nicht mehr so schlimm? So. Jawohl, es ist ein Pfötchen. Warte. Genau. Und das ist dieses Manuka-Spray quasi. Komm mal her. Komm her. Komm her. Na, komm mal her. Komm mal her. Kann ich das natürlich auch mal zeigen. So, ich setze den Hund jetzt hier hin. So, und dann kommt das hier einfach drauf. Ne, das ist so ein bisschen zähflüssig. Das ist halt so ein bisschen Honig. Das Ganze machen wir jetzt hier so ein bisschen. So. Okay. Und mehr machen wir da gar nicht. Ich hoffe, dass sie da nicht so doll dran rumleckt.
sieht es natürlich ein bisschen. Fokussier mal. Da, da haben wir's. Ah, genau, einmal ins Licht. Das ist die Stelle jetzt. Die sieht ja jetzt natürlich ein bisschen brutaler aus als vorher, dadurch, dass wir das Ganze etwas feucht gemacht haben. Und ich sehe auch brutal aus. Ah, der Wind draußen. Gott. Naja, wir werden das Ganze auf jeden Fall beobachten. Ich hoffe, da entzündet sich nichts. Ich werde das jetzt mal gucken. So vielleicht 2-3 Mal am Tag mit dem Manjuka machen. Es ist jetzt nicht tief, deswegen werde ich da jetzt nichts anderes drauf machen. Also ich habe auch noch so eine Wundspülung und alles Mögliche. Ihr könnt auf jeden Fall mal in unser Video gucken. Erste-Hilfe-Set, also unser erstes Hilfe-Set, das verlinke ich euch mal hier oben. Das ist ganz interessant, wie ich finde. Habe ich so auch noch nicht großartig gesehen, also in so einer Ausführung. Wir haben doch ganz schön viel Zeug zu Hause, dadurch, dass wir ja auch ein bisschen was mit Homöopathie machen. Dieses Manjuka ist ja auch pflanzlich, also ich möchte halt schon nicht gleich dem Hund Chemie geben. Ich habe übrigens für Fanny auch Euphrasia-Tropfen. Wenn euer Hund mal eine Augenentzündung hat oder schon das tränende Auge, da kann man das schon ansetzen. Und ich habe tatsächlich selber momentan so eine leichte Augenentzündung. Und deswegen ist es ganz gut, Euphrasia im Haus zu haben für den Hund und Halter. Also ich mache mir jetzt die Tropfen selber rein. Aus dem Grund muss ich auch in die Stadt heute zur Apotheke und muss neue Euphrasia-Tropfen holen. Ja. Also wir schauen einfach mal, was jetzt aus der Wunde wird. Mal gucken, vielleicht, wenn ich dran denke, gebe ich euch heute Abend mal ein Update, wie es aussieht. Und hoffe, wie gesagt, dass der Hund da nicht so dolle dran rumleckt. Vor allen Dingen jetzt mit dem leckeren Honig. Für mich heißt es jetzt erstmal losfahren. Ich habe einiges vor. Erstmal geht's ab zur Post. Ich habe hier nämlich ein Packen Pakete. Und zwar einmal zwei, die über Amazon weggehen. Und das große hier unten ist ein Wichtelpaket. Das läuft aber nicht über YouTube, sondern über Facebook. Also ich bin in einer Facebook-Gruppe drin. Die veranstalten jedes Jahr ein Weihnachtswichteln und ja, mein Wichtelpaket ist fertig. Und das bringe ich heute zur Post und bin mal gespannt, wie es ankommt. Das ist eine ganz liebe, nette Person, der ich das zukommen lasse quasi. Und wir sind beide, glaube ich, etwas übers Ziel hinausgeschlagen, aber das ist in Ordnung, denke ich. Und die anderen Sachen habe ich über eBay verkauft, ein paar Bücher und ja, dann muss ich noch zur Apotheke einkaufen. Mal gucken, was alles noch so ansteht. Und dann hoffe ich, wenn ich wiederkomme, war der Postbote schon da mit meinem Adventskalender für Fanny. Und ja, meine Haare wollten heute überhaupt nicht. Also der Pony geht absolut nicht. Und da fallen auch schon wieder die ersten Härchen raus. Naja, was soll's. Okay, dann sehen wir uns später. So, und endlich der große Adventskalender. Ich bin mal gespannt. Ich weiß gar nicht, wie der aussieht, ehrlich gesagt. Ich weiß nur, dass er sehr teuer war und ich sehr gespannt bin, was da alles drin ist, aber vor allen Dingen jetzt erstmal, wie das Ganze aussieht. Ihr dürft mit mir zusammen den ersten Blick erhaschen und Fanny ist natürlich auch da und guckt. So. Ta-ta-ta-ta. So. Wir wünschen euch eine besinnliche Advents- und Weihnachtszeit. Und, oh, das ist sehr cool. Wenn man im nächsten Jahr den Adventskalender wieder benutzt, also zum als Nachfüllpack gibt es das Ganze, dann spart man 30 Euro. Das ist echt cool. Und der Kalender hat einen Gesamtwert von 122,89 Euro. Ja. So, damit ihr nicht schon vorher wisst, was drin ist, halten wir euch eine zweite Seite. Ah, okay, also es gibt eine zweite Seite. Das ist diese hier, die ist zugeklappt. Da gucken wir nicht drauf, da steht drin, was alles drin war oder drin ist. Und wie sieht das Ganze jetzt aus? Da sind Schnipselchen drin, damit auch alles ankommt. Und da sind ganz viele Säckchen. Oh, und aus dem einen Säckchen guckt schon, was raus ist. Das süß. Oh, die sind so toll. Schaut euch die mal an. Kann man schon ein bisschen reinlegen. Ich muss mir jetzt was suchen. Guck mal, da ist noch so ein pinkes Säckchen. Also pink ist ja gar nicht unsere Farbe, aber es ist überhaupt nicht schlimm. Das ist ja nur so ein bisschen, oh, und da ist noch sowas. Und ach, wie schön. Ist ja wie Weihnachten, Fanny. Und da haben wir sogar ein goldenes. So, wir hängen den gleich mal auf und dann zeige ich euch mal, wie der aufgehangen aussieht. Und Fanny hängt hier schon halb im Karton drin. Die findet das sehr spannend, glaube ich. Hier seht ihr einmal die ganzen Türchen bis hier unten und auf der Seite auch noch bis hier unten.
Und was soll ich sagen? Ich wollte erst hier oben eine Schnur spannen, aber da sind teilweise so schwere Pakete bei, dass ich einfach Angst hatte, dass mir das irgendwann abstürzt oder hier alles abreißt. Und diese obere Stange ist sehr stabil. Dafür mussten jetzt meine ganzen Halsbänder einmal zusammenrücken. Ich bin am Überlegen, ob ich hier noch eine kleine Lichterkette drum mache. Die kann ja dann abends immer leuchten. Ich glaube, das ist ganz schön hier im Flur. Und ich finde es einfach total süß. Also die 23 ist auf jeden Fall schon mal sehr groß. Und wenn ihr hier einmal guckt, das ist die 24. Das ist einmal der ganze Beutel hier. Zwischendurch guckt mal was raus. Da waren wohl die Beutel etwas klein gewesen. Da hinten guckt auch eine Kaustange raus. Das könnte zum Beispiel was von Waui Miaui sein, weil da unten knistert es drinne. Und hier guckt natürlich der Elefant schon raus aus der Nummer 6. Das heißt, hier ist Nikolaus. Auch hier unten sind noch ein, zwei Türchen, die einfach vom Gewicht her nicht mehr richtig gepasst haben. Aber dafür habe ich ja diese Hundepopos. Das passt ganz gut und ich denke, ja, der 1. Dezember kann auf jeden Fall kommen. Hier zwischendurch immer mal so ein buntes Säckchen. Also da haben wir Gold, Pink und Rosa. Und ihr könnt mir mal eine Frage beantworten. Ich würde gerne den Adventskalender mit euch zusammen auspacken, und zwar am jeweiligen Tag. Wie sollen wir das Ganze machen? Soll ich die Woche über immer jeden Tag filmen und das euch in der Insta-Story zeigen, oder soll ich das sammeln und euch in einem Vlog zeigen oder in einem Extra-Video? Dann müsst ihr allerdings wissen, dass ihr quasi nur einmal die Woche quasi die ganze Woche aufgemacht bekommt. Das heißt, der 1. ist am Freitag. Das heißt, jeden Freitag immer die 7 Türchen, die vorher dran waren. Das könnt ihr mir mal beantworten. Wir haben auch mittlerweile übrigens Facebook gerade angefangen. Also wenn ihr kein Instagram habt, dann könnte das natürlich eine Alternative sein. Ich kann euch natürlich auch beides machen, dass ich euch das mit der Kamera filme, dass ihr die Instagram habt oder Facebook, das den Tag quasi live miterleben könnt. Und dann nochmal so eine kleine Übersicht in einem Wochenvlog oder in einem Wochen-Adventskalender, dass ihr seht, was drin war. Schreibt mir das mal in die Kommentare. Vielleicht mache ich hier oben nochmal so eine Umfrage. Ich hoffe, ihr habt verstanden, was ich meine. Ich möchte euch unbedingt zeigen, was in diesem Adventskalender drin ist, weil ich den selber so toll finde. Und ja, dann schreibt mir das einfach mal. Wenn man da so mal gegentippert, könnt ihr das sehen. Und das muss der Hund halt ausbalancieren. Ich bin mal gespannt, ob ich Fanny darauf bekomme. Also eigentlich von der Größe her müsste es ganz gut passen. Ansonsten würde es auch schon reichen mit den Vorderpfoten, beziehungsweise sie kann hier auch ruhig drauf sitzen. Das ist auch kein Problem. Ich denke, man könnte sogar hier noch was draufpacken, dass sie dann halt auf der kompletten Fläche ist, und da müssen wir gucken. Ich habe jetzt nicht so einen Stabilisationsring. Ich habe mir gedacht, ich nehme den hier einfach so mal zwischen und dann gucke ich mal, was Fanny dazu sagt. Dieser Eselburger aus der Goldeselbox, und das ist Lammfleisch quasi. Und wie ihr sehen könnt, findet Fanny es ganz toll. Darf da auch mal ein Stück haben. Okay. Die riechen sehr gut. Und jetzt gucken wir einfach mal, ob wir Fanny hier ansatzweise auf den Donut bekommen. So, komm her. Jawohl. Gut. Jawohl. Na, also Fanny könnte etwas kleiner sein für den Donut, aber ich denke, das geht. So, dann kann man hier schon mal oben ein bisschen was machen. Geh mal runter. Geh mal hier vor. Na, runter. Und mach Sitz. Nein, runter. Mach Sitz. So. Und dann gucken wir mal, ob wir sie komplett drauf kriegen. Komm, auf. Jawohl. Gut, seht ihr, wie es wackelt? Supi. Toll. Klasse. Sitz. Sitz. Supi. Runter. Fanny. Runter. Gut. So. Das war quasi der 1. Check. Und ich denke, den hat dieser Donut auf jeden Fall schon mal bestanden. Ich glaube nur, ich befürchte, ich muss das Ding wegpacken, weil Fanny sonst vielleicht darauf rumhopst. Und das ist ja doch ganz schön wackelig, also wenn man hier mal guckt. Ne? Also vielleicht muss ich doch nochmal diesen Stabilisationsring holen. Aber ich glaube, so klappt das auch. Mal gucken, sonst lege ich... Ja, Mahlzeit, Fanny. Sonst lege ich da einfach so eine Decke ein bisschen rum. Mal gucken,
Ich finde das ganz gut. Ich liebe ja diese Balance-Geschichten sowieso. Das kann man ganz gut mit dem Cavaletti-Training für die Hinterhandmuskulatur machen. Und ja, wenn ihr nochmal so ein separates Video dazu sehen wollt, was wir so machen an Koordinations- und Balanceübungen für den Muskelaufbau bzw. Muskelstärkung, dann könnt ihr mir das hier oben mal mit Ja oder Nein antworten. Wenn ihr das nicht möchtet, ist das auch nicht schlimm. Das ist ja nicht jedermanns Sache. Aber gerade für Hunde, die sowieso ein bisschen Rückenprobleme haben oder schon mal hatten, oder gerade für ältere Hunde oder auch junge Hunde, die noch nicht wissen, dass sie Hinterpfoten hat, kann das sehr hilfreich sein. Und deswegen zeige ich das auch ganz gerne in meiner Rallye Obedience Gruppe, wo die Hunde ja sowieso viel mit der Hinterhand arbeiten müssen. Und ja, da hinten liegt auch gerade noch unser kleiner Wischroboter. Ja, ich bin immer sehr schnell abgelenkt, wie man merkt. Nee, ansonsten steht jetzt, glaube ich, nicht mehr so viel an. Weihnachtsdeko ist fürs Erste, glaube ich, erledigt. Ich muss jetzt auch mal ein bisschen die Füße hochlegen. Ich bin hier am Rumwetzen. Ich werde hier noch gleich diese ganzen Kartons entsorgen, die hier überall rumfliegen. Und dann werde ich vielleicht gleich noch mal ein paar Fotos machen für Instagram. Für Instagram, für eBay. Mensch, jetzt bin ich schon ganz durcheinander. Für Instagram habe ich schon Videos gemacht vom Adventskalender. Wenn ihr uns da noch nicht folgt, dann macht das auf jeden Fall mal. Und ja, dann räume ich jetzt halt mal ein bisschen auf. Und dann haue ich mich aufs Sofa, warte, bis es dunkel wird und zeige euch nochmal die Weihnachtsbeleuchtung. So, das ist einmal unsere Eingangstür. Und es ist einfach richtig schön. Und jetzt sehe ich hier schon ins Bäumchen, was blieben kann. Und das ist einmal die Lichterkette. Das Ganze jetzt aus. Das ist ganz okay. Ich mache da jetzt gleich nochmal das Maniokzeug drauf. Und versuche Fanny abzuhalten, daran zu lecken. Und dann verabschieden wir uns von diesem Vlog. Und ich denke, wir sehen uns recht bald. Macht's gut. Tschüss.